Hallo zusammen. Ich glaube, viele von euch haben Katzen und es scheint, dass fast jeder diese Tiere liebt. Aber diese liebenswerten Geschöpfe sind absolut hilflos, wenn sie in Schwierigkeiten geraten. Sie sind auf menschliche Hilfe angewiesen. Dieses Kätzchen blieb mit dem Kopf im Glas stecken, aber es kam nicht von selbst wieder heraus. Vielleicht war es auf der Suche nach Futter oder wegen seiner übermäßigen Neugierde dorthin gelangt. Es war in einem hilflosen Zustand. Vielleicht wurde es von Tyrannen oder größeren Tieren verletzt. Und wenn die Dose mit dem Kopf darin zerbricht, könnte das Kätzchen verletzt werden. Dem Kätzchen wurde von Menschen mit einem Hammer geholfen, aber es war notwendig, so vorsichtig wie möglich zu handeln. Das Kätzchen wehrte sich, es hatte Angst. Ein Teil der Dose war zerbrochen und es war notwendig, den Rest zu entfernen, ohne das Kätzchen zu verletzen. Dank des vorsichtigen Handelns der Männer wurde das Kätzchen von seinen Fesseln befreit. Darüber war es, glaube ich, sehr glücklich. Der Ehemann und die Ehefrau hörten ein verzweifeltes Miauen. Als sie zum Geräusch gingen, fanden sie ein armes Kätzchen, dessen Kopf in einem Gitter feststeckte. Außerdem erschreckte das Paar eine Kaninchenherde, sodass es wahrscheinlich ist, dass dieses kleine Raubtier Kaninchen jagte und in eine Falle geriet. Diese Situation könnte zum Ersticken führen. Es könnte sich selbst Schürfwunden zufügen und auch ein leichtes Opfer für andere Tiere oder schlechte Menschen werden. Das Herausziehen des Kätzchens klappte nicht, sein Kopf war zu groß. Das Baby war sehr ängstlich, es weinte. Dann holte der Mann einen Drahtschneider und schnitt vorsichtig die Gitter auf. Das fröhliche Kätzchen rannte schnell von diesem Ort weg. Eine streunende Katze brachte unter der Treppe 4 Kätzchen zur Welt und es war unmöglich, sie zu erreichen. Deshalb wandten sich die Bewohner des Hauses an Spezialisten. Die Tierrettungsorganisation von Los Angeles kam sofort zur Hilfe. Die Kätzchen befanden sich auf engstem Raum. Der Retter ging hinein, um die Kätzchen zu finden. Sie hatten schreckliche Angst, aber der Mann schaffte es, 3 von ihnen zu fangen. Es war nur noch ein Kätzchen übrig, das kleinste und kränkste. Es war immer noch blind und konnte nicht sehen, was vor sich ging. Der Mann schaffte es, sich dem Kätzchen zu nähern und es zu streicheln, um es zu beruhigen. Dann zog er es auch heraus. Sobald alle Kätzchen gerettet waren, fingen die Retter ihre Mutter ein, die die ganze Zeit die Rettung ihrer Kinder beobachtete. Dann ging die gesamte Katzenfamilie zur Untersuchung zum Tierarzt. Alle Kätzchen erholten sich von der Infektion. Und die Augen des kranken Kätzchens öffneten sich. Alle Babys waren glücklich und gesund. Dieser Fall ereignete sich in der Stadt Ulan-Ude. Tierretter wurden von einer Frau gerufen, die von ihrem Balkon aus eine Katze sah, die entweder in einem Draht oder in einer Falle feststeckte. Sie konnte nicht herauskommen und miaute und rief um Hilfe. Die Retter mussten das Schloss am Zauntor öffnen, um zu der verletzten Katze zu gelangen. Das arme Ding wollte den Händen nicht nachgeben und zuckte, und auf ihrer Pfote befand sich eine Falle. Wie gelangte eine Falle auf das Grundstück von jemandem? Die Männer entfernten das gefährliche Gerät von der Pfote. Sie untersuchten die Pfote, da die Falle sie ernsthaft verletzen oder sogar zerstören könnte. Aber zum Glück war das Bein in Ordnung. Es wurde einfach taub. Nach ihrer Rettung lief die Katze weg. Auf freien Pfoten. Um 1 Uhr morgens hörte der Mann ein klagendes Miauen. Das Geräusch hallte von der Rückseite des Hauses wieder. Er nahm eine Taschenlampe und ging nachsehen, was passiert war. In einem alten Brunnen auf der Rückseite des Hauses versuchte eine Katze nicht zu ertrinken. Das arme Ding schrie, bettelte um Hilfe und hielt sich mit den Pfoten an dem Rohr fest, um nicht unter Wasser zu gehen. Der Mann versuchte, es mit einem Eimer herauszuziehen, aber das Kätzchen schwamm davon, ohne zu wissen, dass es gerettet werden würde. Der junge Mann nutzte auch ein langes Rohr, um den Eimer zu bewegen und die Katze hineinzuführen. Und dann gelangte es schließlich in den Eimer. Und der Mann zog es heraus. Das rothaarige Kätzchen war gerettet, es war kalt und verängstigt. Aber die Hauptsache ist, dass es am Leben war. An einem frostigen Wintertag lag dieses unglückliche Kätzchen frierend an der Straßenseite. Alle Autos fuhren vorbei, niemand hielt an, um dem sterbenden Tier zu helfen. Eine Frau bemerkte es und nahm es mit nach Hause. Sie wärmte es mit einer Lampe und einem Heizkörper. Das arme Ding war so froh über die Wärme.
Das Kätzchen entpuppte sich als freundlich und war seinem Retter sehr dankbar. Die Tierklinik stellte fest, dass es erst 6 Monate alt war und es war ein Mädchen. Leider war ihr Schwanz erfroren, sodass die Hälfte des Schwanzes amputiert werden musste. Bald fand das Baby fürsorgliche Besitzer und ein neues Zuhause. In Kalifornien hörten Passanten den schwachen, verzweifelten Schrei eines Kätzchens aus einem Gully und riefen Tierretter. Der Retter ging hinunter in die Kanalisation, aber er konnte das Kätzchen nicht sehen. Er konnte das Kätzchen nur hören. Es wurde klar, dass das Kätzchen in das Rohr kletterte. Und um es nun wieder herauszuholen, mussten sie eine harte Arbeit leisten. Als die Retter eine Videokamera in das Rohr senkten, erhaschten sie einen Blick auf ein eingeschlossenes Kätzchen. Mutige und freundliche Tierschützer gaben die Hoffnung nicht auf und suchten nach einem anderen Weg der Rettung. Schließlich konnte das verängstigte Baby nicht von selbst aus dem Rohr herauskommen. Als es zu regnen begann, verließen sie es nicht. Und sobald es möglich war, die Rettungsaktion fortzusetzen, begannen sie nach einem anderen Weg zu suchen. Das Kätzchen wurde von diesem schrecklichen Ort befreit und landete in den Händen von Rettungskräften. Die gesamte Operation dauerte 33 Stunden. Nachdem das Kätzchen so lange in der Falle saß, brauchte es einige Zeit, um zu heilen und sich zu erholen. Versuche, dich selbst in diesen Situationen vorzustellen. Selbst für Menschen wäre es schwer, sich aus solchen Schwierigkeiten zu befreien. Ganz zu schweigen von denen, die kleiner und schwächer sind als wir, die nicht für sich selbst entstehen können. Es liegt in unserer Fähigkeit, sie davor zu bewahren, an Hunger und Kälte zu sterben, sie vor den Feinden zu schützen und ihnen in schwierigen Situationen wie dieser zu helfen. Die Menschheit hat eine Chance, solange es auf der Erde gute Menschen wie die Helden dieses Videos gibt. Bitte like dieses Video und hilf mit, es zu verbreiten, wenn du Tiere liebst. Ich danke euch allen. Abonniere den Kanal, wir haben viele interessante Videos.